Hallo und herzlich willkommen bei RealPolitik 2. Wir sind immer noch Neuseeland und wir sind damit beschäftigt, entweder den Sieg durch Forschung, Siegesbedingung, entweder den Information ist Macht, Siegesbedingung für Technologiesieg oder Siegesbedingung für Diplomatensieg. Da arbeiten wir dran, weil Neuseeland ist so ein kleines Land und da sind wir echt jetzt langsam auf einem guten Weg. Und technologischer Fortschritt, da müssen wir echt einiges für machen. Ich habe da eben mal reingeguckt. Raumbasis dauert halt einfach auch noch wirklich lange, aber wir sind immerhin schon bei 25% und wir arbeiten weiter dran. Wir besiedeln gerade hier diesen Bereich mit Wasser und werden da dann auch eine Mine bauen können und so. Okay. Was haben wir hier abgeschlossen gerade? Genau. Kontrollübernahme über internationale Gewässer und Besiedlungsprojekte verfügbar, Besiedlungs-Antidruckschild-Tests, genau. Wir könnten da jetzt weiter Sachen dran machen, aber ich will jetzt erstmal ein klein wenig warten, bis unsere nächsten Projekte abgeschlossen sind. Und unser BIP steigt unglaublich, pro Monat ist es immer, aber der Weltwirtschaft geht es auch gerade gut. Ja, und bei uns Arbeitslosigkeit sind wir runter auf 1%. Diese Rate wird sich etwas verlangsamen, weil wir jetzt auch an der Bevölkerungswachstum arbeiten mit Politik der offenen Türen. Die Provinz Tasmanisches Becken, durchgeführte Besiedlungsaktion, Wasserbesiedlung, ist fehlgeschlagen, da die Anforderungen für diese Aktion nicht länger erfüllt wurden. Bitte was? Tasmanisches Becken? Warum? Weil ich nicht mehr genug Metalle habe, oder was? Moment. Ausländischer Spion. Wir konnten einen ausländischen Agenten aufdecken, der in unserer Hauptstadt operierte. Unsere Leute haben bislang nicht herausgefunden, für wen er arbeitet. Doch die Liste der potenziellen Auftraggeber konnte bereits auf zwei Lager eingegrenzt werden. Obwohl einer dieser Länder offiziell ein Verbündeter ist, dürfen wir dennoch keine Möglichkeiten ausschließen. Wir sind damit schon mal auf die Fresse gefallen. Und ich würde sagen, der Feind ist der Feind. Kommt schon, ist doch logisch. Einfach for science. Das ist dann Nordkorea. Da haben wir eh ein schlecht. Okay, wir kriegen dadurch Punkteabzug. Ich mache Nordkorea. Ja. So, jetzt mal kurz Pause. Warum hat das nicht funktioniert mit der Wasserbesiedlung? Das ist furchtbar. Ich brauche 70 Metalle. Das ist super teuer. Aber okay, wir haben gut Geldeinnahmen. Aber muss jetzt darauf achten, bestätigen, dass ich jetzt keine Metalle ausgebe oder so. Ich habe keine Ahnung. Wasserbesiedlung. Das ist ja doof. Warum hat das nicht funktioniert? Ein Mysterium. Okay, nächster Monat. Rohstoffe aufgebraucht. Die Lagerstätten fossiler Energieträger in einer unserer Provinzen neigen sich dem Ende. In Dunedin. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, das auszusprechen. Fahren wir die Produktion herunter und investieren wir in moderne Bergbauinfrastruktur. Fahren wir den Bergbau in dieser Provinz komplett herunter. Fossile Brennstoffe haben ohnehin keine Zukunft. Extrahiert alles, was ihr kriegen könnt. Danach fahren wir alles runter. Einmal Metalle plus 250. Provinzrohstoffeinnahmen auf 0. Geld und AP. Arbeitslosigkeit Neuseeland plus... Boah. Provinzunzufriedenheit plus, minus 10. Provinzumweltzerstörung. Puh. Ich würde sagen, fahren wir die Produktion herunter und investieren wir in moderne Bergbauinfrastruktur. Geldtechnisch und AP-technisch können wir uns das beides leisten. So, einmal gerade auf Pause. Hier passieren ja jetzt Sachen, das ist ja abgefahren. Ich muss jetzt wieder bei unseren Nachbarn auf jeden Fall Leute, ich brauche Aktionspunkte von euch.
Ich würde euch gerne was Gutes tun, nämlich Investitionen geben. Und ich hätte gerne Wohlwollenspunkte von euch. Und unser anderer Blockpartner, Japan, mit dem... Wie ist denn da? 182 sind unsere Beziehungen. Ich habe das eben gerade anders gesehen. Wir fragen wieder nach Aktionspunkten. Und wir machen was Positives, nämlich Investitionen. Und eventuell könnten wir auch infrastrukturelle Unterstützung liefern. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ich gebe nicht noch mehr Metalle aus. Hoffe, dass unsere Wasserbesiedlung funktioniert. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert hat. Weil ich da irgendwie ein Ereignis weggeklickt habe? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir haben Aktionspunkte von Japan bekommen. Wir haben Aktionspunkte von Australien bekommen. Das ist großartig. Wir sind jetzt wieder... Also wir haben guten Einnahmen an Aktionspunkten, aber das ist noch zu wenig. Unsere Mine ist fertiggestellt hier unten. Die ist mittlerweile auf Stufe 3. Das führt dazu, dass wir hier plus 45 Metalle haben. Und Beraterverträge. Büro für nationale Sicherheit. Der Beratervertrag ist ausgelaufen. Wir müssen einen neuen unterzeichnen. Da haben wir einmal Giovanni Bianchi. Raketenabwehrreichweite plus 25%. Aber ich nehme Victor Nilsson, weil AP-Einnahmen plus 5%. Sowas von definitiv den jungen Mann. Schlechte Wahl. Ihr Gefühl hat uns diesmal getäuscht, Boss. Unsere Anschuldigungen waren haltlos und haben uns einen schlechten Ruf eingebracht. In der Zwischenzeit hat der Spion das Getümmel dazu genutzt, um aus dem Land zu fliehen. Allerdings nicht, ohne uns eine kleine Überraschung zu hinterlassen. Selbstverständlich haben wir nun keine Möglichkeit mehr, seinen wahren Herkunftsort zu ergründen, da uns niemand Glauben schenken würde. Kriegstreiber plus 25? Leute, was ist das denn? Punkte minus 250? Und Punkte an Nordkorea plus 500? Verflixt. Ja, so eine Scheiße. Kriegstreiber. Naja, die Kriegstreiber kriegen wir wieder runter. Sowas. Okay, wir sollten dann lieber sagen, wir machen dann nichts, wenn noch was nochmal passiert. Wohlwollen erlangen. Hat funktioniert in Australien. Sehr, sehr schön. Und wir investieren auch gerade. Das BIP-Wachstum ist weiterhin groß. So, Regulierung von Dienstleistungen setzen wir um. Das gibt einen Punkt mehr in Index menschlicher Entwicklung. Investitionen in Japan umgesetzt und wir haben sogar Wohlwollen davon bekommen. Und Australien, Investitionen hat nicht geklappt. Mist. Na gut. Sowas passiert halt ab und zu mal. Sowas passiert halt ab und zu mal. Wie sieht's hier aus? Noch 5 Tage. 3, 2, 1 und dann... Oh, noch ein Ereignis. Schmutziger Kampf. Der Wettbewerb innerhalb der Spendensammlung ist erbittert und alle geben ihr Bestes, um die Spitze zu erreichen und zu gewinnen. Aber faires Spiel und Beitragszahlungen sind möglicherweise nicht genug, um die Oberhand zu behalten. Wenn wir ein wenig den Schmutzkübel in Richtung unserer Mitbewerber schwingen, können wir unsere eigene Popularität steigern und falls nicht, können wir so immerhin die Popularität unserer Gegner einen Schlag versetzen. Wir sind im Moment Platz 1. Verkünden wir, dass die anderen es nur des Ertrags wegen machen und dass ihnen das Problem im Grunde völlig egal ist? Verkünden wir, dass die anderen nur an dieser Spendensammlung teilnehmen, um die Aufmerksamkeit von ihren anderen Verfehlungen abzulenken? Konzentrieren wir uns auf unsere karitative Natur, anstatt auf unsere Mitbewerber zu konzentrieren? Konzentrieren wir uns auf unsere karitative Natur, anstatt uns auf unsere Mitbewerber zu konzentrieren. Wir haben nämlich das Geld dafür. So, Besiedlungsaktion wurde erfolgreich in Provinz Tasmanisches Becken umgesetzt. Regulierung von Dienstleistungen umgesetzt. Einmal kurz Pause. So, das hier gehört jetzt uns. Tasmanisches Becken. Wir haben plus 152 Metalle, plus 155 Erd- und seltene Erden ist nicht so viel. Wir haben aber einen Bauplatz, Gebäudeplatz und wir könnten, wir müssten Förderanlage für seltene Erden, erforderliches Projekt, Förderung seltener Erden. Oh, wir müssen erst ein Projekt dafür und wir haben nicht genug Metalle, alles klar.
Das stellen wir also ein bisschen zurück. Wir haben jetzt echt ein gutes Einkommen an natürlichen Ressourcen. Und das Projekt, nee, nicht Projekt der offenen Türen, was anderes ist umgesetzt. Das war hier beim Finanzsystem, wirtschaftlicher Fokus. Da haben wir die Regulierung von Dienstleistungen umgesetzt. Unterstützung für Investoren könnten wir als nächstes machen. Was bringt uns das? Arbeitslosigkeitswachstum, BP-Wachstum. Ja, nee. Wir müssen nach da ganz hinten. Oh Gott. Aber wir könnten jetzt erstmal etwas an seltenen Erden machen. Förderung seltener Erden brauchen wir 222 Metall für, um das zu erforschen. BP-Wachstum, Unzufriedenheitszielwert minus 1. Landschaftsschutzverordnungen könnten wir einführen. Ich mag aber eher nochmal Richtung Bildung gucken. Fernlehre, was ist das denn? AP-Kosten für Unterhalt aller Projekte in Neuseeland minus 3. Ja. Arbeitslosigkeitswachstum plus. Ja, das kriegen wir hin. Das ist toll. AP-Kosten runter. Das machen wir. Okay, dauert auch lange, aber so sieht das aus. Fernlehre. Jawohl. Brauchen wir kein Metall für. Sehr, sehr schön. Es geht voran. Das hier hat also funktioniert. Neuseeland hat sie ausgeweitet. Hier, das hier gehört auch schon. Das gehört auch zu uns. Das hier gehört auch zu uns. Das haben wir neu besiedelt. Da würde ich jetzt nichts weiter dran machen, sondern ich würde weiter forschen und unsere Projekte machen. Unsere Wirtschaft ist stabilisiert, also unsere Einnahmen, was Punkte angeht. Aktionspunkte noch nicht so richtig. Wir werden weiterhin unsere Blockpartner nach Hilfe fragen. Wie sieht es denn hier aus? Wir können schon wieder. Die haben auch genug Ressourcen. Ich würde direkt auch nochmal fragen, hey, wollt ihr uns nicht Ressourcen geben? So, und direkt auch weiter. Ich hätte gerne Aktionspunkt. Nein, das war das Falsche. Ich möchte gerne Aktionspunkte von euch. So, und ich habe gesehen, die haben kaum Geld. Das heißt, ich würde ihnen finanzielle Unterstützung anbieten. Kriege dadurch mehr Beziehungen und Geldeinnahmentransfer Neuseeland. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber wahrscheinlich geben wir einen Teil unserer Geldeinnahmen an Australien ab. Ich würde das bestätigen. So, und Japan. The same thing. Hi, Blockaktion. Ich hätte gerne AP-Punkte von euch. Und können wir positive Aktionen machen? Ich würde nochmal Wohlwollen bei euch erlangen wollen. So, ask for resources. Also wir haben Metalle und Zeug gekriegt von Australien. Wurde erfolgreich umgesetzt. Diplomatische Aktion für Aktionspunkte wurde erfolgreich umgesetzt. Und dann würde ich doch nochmal... Achso, Investitionen dauern noch. Bis wir das machen können. Okay, und wir haben auch Aktionspunkte von Japan bekommen. Das ist sehr schön. Jetzt laufen noch die Investitionen in Australien. Das bringt uns etwas Zufriedenheit, Beziehungsboost. Ich glaube, wir können gar nicht über 200 Beziehungen kommen. Weiß ich aber nicht. Aber auf jeden Fall, das hier sieht super schön aus. Alles im Plus, und zwar deutlich im Plus. Außer die seltenen Erden. Diplomatische Aktion, finanzielle Unterstützung wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. So, da haben wir also ein bisschen Abzug hier, dass wir weniger Steuereinnahmen haben, weil das nach Australien fließt, aber die haben gar kein Geld. Also, ich hoffe, das hilft denen ein klein wenig. Diplomatische Aktion Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Das ist doch was Wundervolles. Kann ich hier... Ich kann in Australien muss ich noch warten mit Wohlwollen erlangen. In 9 Tagen kann ich wieder investieren in meinen Blockpartnern, einmal Australien und Japan, und das werde ich auch direkt tun. Wir sind bei der Spendensammlung immer noch Rang 1. So. Investieren kann ich wieder. Und da möchte ich keine Wohlwollenspunkte für ausgeben. Politik der offenen Tür ist umgesetzt. Sehr schön. Und Investitionen in Japan möchte ich auch tätigen. So. Und
Politik der offenen Tür ist bei Sozialpolitik umgesetzt. Wir haben jetzt ein bisschen Zuwachs, was Arbeit, was Menschen angeht. Wir könnten mal bei soziale Sicherheit gucken. Oder soziale Zuschüsse. Soziale Zuschüsse geht super schnell. Ja. Dann würde ich das mal machen. Soziale Zuschüsse, genau. Geht super schnell. Der dauert nicht so lange wie die anderen Projekte. Da kriegen wir nochmal einen Index für menschliche Entwicklung dazu. Das gibt uns wieder mehr Aktionspunkte Einnahmen. Verschwendung nationaler Rohstoffe. Oppositionelle Stimmen gegen unsere Teilnahme am globalen Spendensammlung werden in unserem Land immer lauter. Unsere Gegner behaupten, dass wir nationale Reserven verschwenden und den allgemeinen Wohlstand unserer Bürgerinnen regelrecht verschleudern. Mit ihren populistischen Methoden erreichen sie eine große Zahl an Menschen, die nur Druck auf uns ausüben, damit wir uns aus diesem Ereignis zurückziehen. Den Leuten fehlt der Weitblick, der Horizont endet eben nicht an ihrem Gartenzaun. Unzufriedenheit plus 15, Unzufriedenheit Zielwert steigt, Interventionismus plus 2. Oder das ist nicht unberechtigt, wir werden uns aus diesem Wettbewerb zurückziehen. Auf keinen Fall. So. Nochmal Pause. Armenien hat sich der Vereinten Front der Ukraine angeschlossen. Wir gucken mal, was ist in unseren Provinzen los. Das haben wir auch lange nicht gemacht. Hier, Provinzunzufriedenheit 17. Was? Okay, das ist interessant. 17. Was läuft denn da gerade? Ausbeute erhöhen. Aktionen in der Region. Also Ausbeute erhöhen. Provinzen. Beenden Sie die aktuelle Aktion in der Provinz. Ausbeute erhöhen brauchen wir nicht mehr. Keine laufenden Aktionen. Und jetzt möchte ich eine Provinzaktion machen. Und ich möchte wirtschaftliche Aktionen, Umwelt schützen. Bringt mir Ziel und Zufriedenheit plus 3. Provinz Umweltzerstörung. Naja, okay, also erstmal. Was haben wir denn hier? Ich habe Provinz BIP ist gut. Wahrscheinlichkeit in der Rebellion. Okay, Unzufriedenheit. Ich möchte was gegen die Unzufriedenheit machen. Ich möchte eigentlich Modernisierung der Infrastruktur. Provinzunzufriedenheit minus 10%. Provinz BIP plus 5. Provinz Umweltzerstörung plus 20. Das möchte ich machen. So, und hier haben wir dann noch Aktionen der Region. Regionalregierung unterstützen. Oh, wir haben Provinz Umweltzerstörung 119. Ich möchte meine Provinz ändern. Gesellschaftliche Aktionen. Nee. Wirtschaftliche Aktionen. Ah, akademische Kooperation. Was macht die? IME plus 3. Umsetzungszeit für alle Projekte in Neuseeland minus 5. Das ist toll. Aber wir müssen anscheinend was gegen unsere Umweltzerstörung machen. Okay. Akademische Aktion ändern. Gesellschaftliche, akademische Kooperation. Achso, okay. Ich möchte Aktion in der Region. Beenden Sie die aktuelle Aktion in der Region. Verwerfen. Ich möchte eine regionale Aktion machen, und zwar akademische Kooperation.
Oh, das kostet natürlich auch total viel Aktionspunkte. Aber ich kriege plus 3 EME und Umsetzung für alle Projekte in Neuseeland minus 5 Umsetzungszeit. Ich glaube, das lohnt sich. Dann, wie sieht es in Christchurch aus? Auch Provinz Umweltzerstörung. Hier in Christchurch haben wir Provinzaktionen. Ich hätte gerne... Umweltschützen. Umweltzerstörungsmodifikator minus 2. Da haben wir Provinzumweltzerstörung 2. Können wir mal gucken, wie unzufrieden sind denn die Leute hier. 18. Achso, 13 Zielwert. Ich muss hier was machen. Ja. Das kostet nicht viel. Hier wird die Umwelt geschützt. Und ich habe... Was ist meine regionale Aktion? Achso, akademische Kooperation ist überall. Okay, und Wellington. Keine laufende Provinzaktion. Provinzaktion. Jetzt erstmal kurz gucken. Provinzumweltzerstörung 26, keine Zerstörung. Okay, das ist echt ganz gut. Und ansonsten haben wir hier Provinzzufriedenheit und Zielwert. Das heißt, hier würde ich als Provinzaktion, gesellschaftliche Aktion, ich könnte ein Festival machen. Was sind Sozialgesetze? BP-Wachstum und nee. Nee. Aufnahme von Einwanderern gibt mir Arbeitslosigkeit. Wirtschaftliche Aktionen. Ich könnte hier auch die Umwelt schützen oder die Infrastruktur modernisieren. Ah, das ist für die Unzufriedenheit. Ja, bisschen Umweltzerstörung. So ist es halt. Jetzt gucken wir mal hier. Achso. Keine laufenden Aktionen. Hier haben wir auch keine Menschen wirklich in diesen Küstenregionen. Ja. Okay. Jetzt haben wir uns ein bisschen um Regionalgeschichten gekümmert. Machen Umweltschützen und andere Sachen. So. Verpachtung Afrikas. Hört, hört, Bürger der Welt. Auf Befehl des großen Präsidenten Libyens verlese ich folgende Ankündigung. Der Staat Libyen ist bereit, potenziellen Interessenten ein Pachtangebot für ein Stück Land zu unterbreiten. Wir sind bereit, einen Teil des rohstoffreichen Gebietes Kufra auf 5 Jahre zu verpachten und verlangen im Gegenzug einen bescheidenen Geldbeitrag, um unsere Wirtschaft anzukurbeln. Alle Interessierten sollten eine Absichtserklärung an folgende Adresse schicken. Präsident von Libyen, 001 Libyen. Okay. Klingt interessant, wir sind dabei. 1000 Geld. AP. Also wir müssen mit Geld und AP bezahlen. Ich verstehe, hinfort. Okay, wir müssen erstmal Geld und AP ausgeben, um überhaupt mitbieten zu dürfen. Ja, ich möchte mich da jetzt nicht irgendwie... nee, verstehe, hinfort. Danke. Soll mal wer anders machen. Ja. Okay, Investitionen laufen bei unseren Blockmitgliedern. Wir haben ganz gut AP, wir haben tolles Rohstoffeinkommen. Und genau, das nächste, was ich als Projekt erforschen wollen würde, wenn soziale Zuschüsse durch sind, ja, die sind früher fertig, wäre ich wahrscheinlich seltene Erden abbauen. Dafür brauchen wir 200 oder 300 Metalle. Die haben wir jetzt mittlerweile wieder. Und Investitionen in Australien sind erfolgreich umgesetzt. Das ist schön. Und Investitionen in Japan sind gescheitert. Hier oben passiert eine Menge.
Guyana hat sich Kuba angeschlossen, Liechtenstein, Protektorat von Kroatien. Ghana hat sich Nigeria angeschlossen, Eritrea hat sich Solidarität von Algerien angeschlossen, Namibia hat sich den Staaten der Demokratischen Republik Kongo angeschlossen und Sri Lanka Regelung von Thailand. Okay, hier oben passiert gerade was. Naja. Mongolei Regelung von Kasachstan. Ja, also Investitionen. Ich warte jetzt noch, bis Umweltschützen in Christchurch umgesetzt ist. Und günstiges Pachtangebot. Oh, Algerien bietet uns günstiges Pachtangebot an. Geringerer Wert. Die haben anscheinend Geldprobleme. Nein, nein, nein. Ich möchte das alles nicht. Umweltschützen wurde erfolgreich in Christchurch umgesetzt. Das ist schön. Gucken wir uns mal... Ach so, das läuft jetzt. Wenn ich das richtig verstanden habe. Umwelt wird geschützt. Umweltzerstörung 105. Und das wird wahrscheinlich dann mit der Zeit runtergehen, hoffe ich. Dunedin. Modernisierung der Infrastruktur läuft noch. Und akademische Kooperation wird auch noch umgesetzt. Okay. Lassen wir die Zeit mal weiterlaufen. Ich möchte jetzt eigentlich noch gerne... Beitrag zur Spendensammlung. Es gibt eine neue Gelegenheit, einen Beitrag zur laufenden Spendensammlung zu leisten. Denken Sie daran, dass Belohnungen für dieses Ereignis normalerweise jenen zugutekommen, die am meisten beigetragen haben. Ja, wir haben genug Geld. Einmal mal 600 und wir sind hier auch noch auf Platz 1. Dass es so ein Ranking gibt, ist halt immer noch ein bisschen verstörend für mich. So, soziale Zuschüsse möchte ich gerne noch abgeschlossen haben. Und dann werde ich seltene Erden erforschen, sodass wir in dem neuen Gebiet eine seltene Erdemine aufmachen können, um hier auch ein bisschen einen Boost zu bekommen. Ansonsten sind unsere Einnahmen ganz hervorragend. Dass wir Steuern erhöhen haben, hat sich ausgezahlt. So, ein neues, großes Unternehmen plant den Börsengang. Ein großes Unternehmen aus unserem Land plant, an die Börse zu gehen. Das können wir uns sicherlich irgendwie zunutze machen. An der Börse passiert nichts ohne unser Einverständnis. Interventionismus plus 1. Wir kriegen mehr Geld. Unzufriedenheit plus 2. Geben wir ihnen zunächst Impulse und Steuererleichterungen, um weitere Investoren einzulocken. Auch Interventionismus. Geld minus 800. BIP-Wachstum plus 0,05. Wir werden nicht eingreifen. Die Börse ist nicht ohne Grund öffentlich. Ich möchte keinen Interventionismus mehr einhandeln. Das ist so ein bisschen neoliberal des freien Marktes, wobei so Regierungen auch nicht... Ne, machen wir diese Diskussion nicht auf. Ich möchte... plus 800 AP haben. Dankeschön. Senegal hat sich dem Vereinigten Königreich angeschlossen. Okay. Okay. So. Akademische Kooperation wurde erfolgreich in Neuseeland umgesetzt. Das ist schön. Und jetzt gleich soziale Zuschüsse. Und dann werden seltene Erden erforscht. Soziale Zuschüsse sind erreicht. Und wir können Förderung von seltenen Erden. Geldtechnisch können wir es uns leisten, AP-technisch können wir es uns leisten. 214 Metall und ein bisschen Brennstoff. Metall- und Brennstoffunterhalt. Wir kriegen Index menschlicher Entwicklung plus 1. Und Rohstoffeinnahmen, seltene Erden plus 12. Einfach davon. Und wir können auch eine seltene Erdenmine bauen. So, damit ist dieses Projekt auf den Weg gebracht. Wir haben das Jahr 2034, Februar. Einnahmen sehen gut aus. Unser Block ist stabil. Wir tun auch ein bisschen regional gerade ein bisschen was. Tja, und das war's für heute mit Real Politics 2. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Gerne kommentieren, Like dalassen und vielleicht überlegen, Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. In jedem Fall euch allen noch einen zauberhaften Tag. Tschüss!